Guten Morgen. Neue Woche, neues Glück? Nein. Oh Gott, diese Nacht. Ernsthaft. Mia hat den Rekord aufgestellt im Füßejagen. Das fing schon an, als ich gerade eingeschlafen war. Da fing sie an mit Füßejagen. Und die ganze, ich weiß ja, wie er überhaupt die Nacht geschlafen hat. Die ganze Nacht immer wieder hat sie über die Füße gesetzt oder also über meinen Bauch getrampelt. Generell über mich drüber getrampelt, wenn ich auf dem Rücken lag. Oh, es war so schlimm. Ich muss sagen, ich bin wach geworden, weil ich sie auch angemotzt habe. So, lass es mal sein, bla bla. Bringt nicht allzu viel, ich weiß, aber damit wacht man halt auf und motzt sie an, weil man denkt so, boah, und dann geht's sie auch aber. Es war so, so schlimm. Und am ersten Mal, als meine Füße gesagt hat, wie gerade eingeschlafen, hat sie mich auch schön an den Hacken gekratzt. Also am Knöchel, nicht am Hacken, am Knöchel. Also jetzt der schöne Kratzer von mir. Schön, großartig, ganz prima. Manometer, was soll man dazu sagen? Am besten nix. Ja, gut. Dann versuchen wir mal irgendwie wach zu werden. Also ich bin überhaupt nicht wach. Es ist jetzt schon 9 Uhr und ich bin überhaupt nicht wach. Kein bisschen. Ich könnte mich jetzt so hinlegen und wieder weiterschlafen. Oh. So ist das. Okay. Dann würde ich sagen, let's go. Jemand für mich hier irgendwie? Nein? Oh, schade auch. Okay, ich habe Feierabend und ich werde jetzt halt, das Ding hier ist da hinten, jetzt zum ersten Mal versuchen, über mein Handy Musik zu hören. Ich weiß, die meisten machen das grundsätzlich. Ich hätte immer noch einen MP3-Player. Aber ich habe mir jetzt am Wochenende, glaube Samstag, Spotify auf mein Handy gebapst. Ich weiß gar nicht mehr warum. Egal. Jedenfalls habe ich jetzt hier diesen Schnipsel. Warte mal, ich muss mich mal abstellen. Oh Gottes Willen. So. Dieses Schnipsel muss hier irgendwie rein. Und dann muss es hier irgendwie ran. Ich hoffe, das funktioniert. So. Ich habe nämlich immer nicht gewusst, wie ich darüber hören kann, wenn noch einfach gar keine Buchse dafür da ist. Also wenn man so ein Teilchen reinmachen muss, okay. Und habe mir jetzt ein paar Lieder über Spotify als Lieblingslied markiert quasi. Erstmal nur, keine richtige Playlist, einfach nur geherzt. Und dann werde ich gleich zur Wiedergabe machen und gucken, was passiert. Ja, von daher Hose noch umziehen und dann geht's los. Ich bin jetzt ziemlich doll wieder. Und ich gehe über den Friedhof. Da sind viele Bäume. Wir haben also einen lustigen Friedhof, der einfach nur wie ein Wald ist, ne? Meine Runde führt mich heute da lang. Mal gucken. Ich hoffe, es liegt nichts irgendwie im Weg oder so. Also so, ne, große Bäume oder was. Gucken wir mal. Dann sind sie hoffentlich schon weggeräumt. Und ich hoffe, mir kommt kein Ass auf den Kopf. Wir werden es feststellen. Bis Das später. ist eine Super kurze Runde, denn mein Hörensteiner Friedhof ist komplett gesperrt. Hat überall Sägen. Und ich habe auch gesehen, dass da noch mehr Bäume umgekippt sind. Ich sehe nur so einen Teil vom Ganzen. Das ist ja riesen, ist ein Riesenteil. Also ein Riesengelände. Ja. Das heißt, ich werde die Woche, aber, auf die Parkrunde umschwenken. Weil, ja, da komme ich wahrscheinlich erstmal nicht rauf. Ich weiß nicht, ob es morgen frei ist. Ich will es nicht wieder riskieren, dass ich wieder die kleine Mini-Runde machen muss. Ja. Und wegen Spotify, sehr leise. Ich weiß nicht, ob es schon Spotify liegt oder beim Handy. Ich weiß es nicht. Irgendwas über die Kopfhörer super leise. Spotify hat schon gesagt, so, oh, du bist über die normale Lautstärke drüber hinweg. Weil ich schon fast alles stark gemacht habe und trotzdem auch super leise ist. Und mit dem gleichen Kopfhörer wie mit dem MP3-Player auch. Muss ich mal gucken, ob das so das Wahre ist. Ich habe es nur gemacht, weil dann bekommen halt die Künstler noch Geld, wenn ich es höre. Und es ist einfacher, neue Lieder drauf zu bappen. Also ich muss ja nicht irgendwie, also eine Playlist zusammenzustellen. Ich muss dann nicht irgendwie alles wieder raufziehen mit dem MP3-Player, andere wieder runterschmeißen und so. Sondern machen wir eine Playlist damit und alles gut. Das war so der Hintergedanke dabei, aber muss ich mal schauen. Es war super leise. Also wirklich so Flüster, Flüster, Flüster. Von wegen immer mal Lautstärke. Also nein, da höre ich jetzt zu Hause lauter, wenn ich was höre. Das war super mega leise. Gut, jetzt mache ich meinen Kaffee und dann mache ich meinen Krimskrams hier, was ich täglich machen will. Das habe ich letzte Woche ein bisschen schleifen lassen, weil es mir nicht ganz so gut ging. Aber heute geht's los. Wenn das Wetter wieder super wechselhaft ist. Sonne, Wolken, Sonne, Wolken. Ach, heute Morgen ist auch geschüttet. Ja, eben was zum Glück trocken.
Aber es sieht schon so mega grau aus. Ich brauche Sonne, ganz viel Sonne, bitte. Sehr schön. Ich lade gerade. Mein Leseabdruck liegt gerade hoch bei Instagram. Und ich habe schon wieder Flüsterwelt gesagt, anstatt der Pferdeflüsterer. Was ist denn das los? Da los mit diesem ganzen Geflüster überall. Ist ja furchtbar. Ist aber auch verlockend, weil das ist Flüstern und ne? Wenn man gleich durcheinander kommen. Dann auch gleichzeitig. Egal. Ich gehe jetzt auch gleich lesen. Mache ich heute nicht mehr. Es reicht. Ich zeige euch gleich. Ich muss nur ganz kurz hier noch die letzten Abschnitte hochladen. Ach, Richtige Tools, blöde Fernliebe, Werbung. Eisenmangel, Sekunde, jetzt geh mal weg, hier, du komische Werbung. Dankeschön. Nein, 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 nein. Um Gottes Willen. Oh Gott. Ja, so sieht's aus. Quatsch mich nicht voll. Ich habe nämlich. Achtung, ich mal um. Hier ein bisschen gewerkelt. Licht an. Ja, ich habe meinen Kleiderschrank ausgedüdelt hier. Da, schau mal an. Sieht man gar nicht. Sekunde, ich gehe mal hier rum. Also jede Menge leere Bügel. Und so sieht es im Moment aus. Und ich will da unten auf jeden Fall noch ein Brett reinmachen, also ein Ausziehbrett, um ja die Spiele und sowas noch ein bisschen besser da reinzupappen. Dass es vielleicht ein bisschen besser ist, weil ich will noch eine Stange haben. Die reicht mir vollkommen aus, wie man sieht. Das hier muss ich noch anprobieren, beziehungsweise Halloween vielleicht kommt wieder rein. Habe ich jetzt überlegt, ob ich es anprobiere oder nicht. Oder was. Aber ja, das kommt wieder rein. Die anderen Sachen muss ich noch anprobieren. Um zu gucken, passen sie noch, passen sie nicht mehr. Und ja, so sieht's aus. Sieht ein bisschen chaotisch aus. Weil es da so ein paar Klamotten daneben liegen. Also so Weihnachtssachen zum Beispiel. Hütchen, Schal und sowas. Ja, aber so, das passt doch. Das ist doch in Ordnung. Noch ein Brett dazu, habe ich wieder ein bisschen mehr Struktur da drin, weil vorher war immer so ein Stückchen da oben, ein Stückchen da unten und das war blöd. Ich habe jetzt zwar noch die Stange drin, also ich habe hier zwei Stangen drin, fand das eigentlich mal ganz gut, habe mir das gut vorgestellt, aber ich brauche keine zwei Stangen, von daher. Ja, das habe ich vorhin gemacht und von daher habe ich mir das Lesen heute, wieso geht das nicht zu? Was ist hier los? Hallo? Warum geht denn die Tür nicht zu? Hä? Jetzt. Komisch. Ja. Das Lesen hätte verdient. Es ist gleich 17 Uhr. Daher will ich ja noch ein bisschen was da schaffen. Genau. Das muss ich ja weiter hochladen. Okay, letztes Update, das sind die Kleider, die ich mal anprobieren möchte. Ob sie mir noch gefallen oder nicht. Ansonsten. Oh Gott, man sieht gar nichts. Sekunde mal. Habe ich jetzt alle Bügel erstmal da angehangen, damit sie erstmal aus dem Weg sind. Ganz schön viele leere Bügel. Und Daniel meint, man kann ja das untere Brett, weil es ja auch schon so rauszudehnen, einfach höher setzen, weil man kann neues kaufen. Natürlich praktisch ist, weil unten brauche ich ja nichts mehr rauszudehnen. Dann packe ich eh nur in Kisten hin oder so. Und ja, du spart mir neu kaufen und kann es einfach höher setzen. Das finde ich klasse. Wie gesagt, die Bügel da bleiben, weiß ich noch nicht. Aber wo sonst hin? Alle Schränke sind voll mit Bügeln. Mal gucken. Vielleicht kann man die auch unten in die Kiste hinpacken oder so. Weil ich habe ja zwei Regalfächer quasi. Muss man mal schauen. Genau. So viel dazu. So viel zum Update von meinem Kleiderschrank. Jetzt geht's schon wieder in die Falle. Es ist schon wieder 21 Uhr. Yay. Ich hoffe, die Nacht wird besser. Ich drehe mal kurz um. Ja, ich hoffe, die Nacht wird besser und mir jagt nicht wieder meine Füße. Das wäre auf jeden Fall sehr gut. Ich bin hundemüde, den ganzen Tag schon, obwohl ich heute einiges geschafft habe. Also alles, was ich schaffen wollte, habe ich geschafft, was schon mal gut ist. Und ja, ich habe auch gut was gelesen, auch wenn bei Donatokarisse nur ein Kapitel, aber das ist nicht schlimm. Ich glaube, bei Ohne Aussage habe ich auch nur ein Kapitel gelesen. Das ist auch nicht schlimm. Jo, genau. Ab in die Falle und mal gucken. Ich werde morgen, wenn die Blabla-Termine sind, zumindest der eine Termin, wo wir alle dann dabei sind und nicht nur zu zweit sind, werde ich die Wäsche weiter zusammenlegen. Habe letzte Woche auch gemacht. Das macht sich ganz gut.
habe ich gemerkt. Genau. Das ist dann im Dienstag beim Wäschezusammenlegtag. Ja. Genau. So sieht's aus. Und es ist auch schon umzugmäßig auf Arbeit ein bisschen weitergekommen. Meine Kollegin hat eine Skizze gemacht für den Raum, jetzt haben wir auch Fotos gemacht für den Raum, wo wir hinziehen. Er ist ja leicht neben unserem Raum, also ist nicht weit weg. Und dann habe ich nur gesagt, ah, ein Sideboard wäre nicht schlecht und so weiter, weil immer nur zwei Sideboards und zwei Schränke drin waren. Einen Schrank brauche ich nicht unbedingt. Und sie braucht aber ein Sideboard nicht unbedingt. Das heißt, einen Schrank können wir uns wohl teilen. Ich habe eh nur meinen Strickjacke drin, da ist nichts mehr drin. Glaube ich, vielleicht ein Ventilator oder so. Aber sonst ist in meinem Schrank nichts drin, den brauche ich einfach nicht. Aber ein Sideboard wäre halt schon schön, weil ich da doch einiges an Krimsel habe. Muss ich auch mal aussortieren, wenn ich wieder da bin. Normalerweise sehen wir, ja, wäre gut, wenn aber was der Kocher und Co. wieder auf dem Sideboard stehen würden, ist ja klar. Mein Flügel kommt ja auch wieder hin mit der Kaffeemaschine. Den habe ich ja nur mitgenommen zum Entkalken. Und ja, muss ja auch da wieder stehen, klar. Aber ich bin froh, dass ich mit den beiden trotzdem noch in einem Raum bin, auch wenn wir nicht mehr im gleichen Bereich sind quasi. Also keine direkten Kollegen mehr sind, finde ich trotzdem gut, dass wir noch im gleichen Raum sitzen. Genau. Wir müssen gucken, wir mal. Und sie hofft, dass wir auch noch einen kleinen Tisch da reinbekommen können, wo wir dann so eine Pause machen könnten. Sowas. Wenn wir dann mal alle zusammen da sind. ja, werden wir auf jeden Fall irgendwann gemeinsam da sein, weil wir ja alle gemeinsam mittwochs jeden Monat nur noch übrigens. Sonst wird alles zwei Wochen, jetzt ist nur noch einmal im Monat. Da haben wir alles immer den Termin. Also von daher werden wir an dem Tag dann auch da sein, schätze ich jetzt mal. Weil wir wissen ja auch noch gar nicht, was weitergeht. Einer sagt so mit dem mobilen Arbeiten oder mit dem Homeoffice, wie auch immer. Wenn alles wieder in Ordnung kommt, das ja dann irgendwie bald auch wieder. Da wird ja auch gerade diskutiert, wie und was und wo. Jo, mal gucken. Schauen wir mal. Ich bin müde. Ich bin richtig doll müde. Aber deswegen gehe ich jetzt auch schlafen. Ich schnappe mir einen Pferdeflüsterer. Irgendwie ist gerade das Buch tatsächlich das, was mich am meisten reizt. Von allen. Hätte ich nicht gedacht. Sind wir dann ein bisschen weiterlesen. Gucken, wie weit ich noch komme. Und ja. Aber hätte ich wirklich nicht mitgerechnet. Voll die Überraschung. Und dabei steht es hier schon seit, oh Gott, lange. Über 20 Jahre? Ich bin Mathe und so, ihr wisst, ne? Also, aber müsste doch, ne? Wenn, das waren 25 Jahre, ja, ja, klar, über 20 Jahre. Wow. Ich hätte nicht gedacht, dass ich überhaupt nochmal lesen werde, aber gut. Und dann habe ich nur noch drei extreme Subleichen. Die Goldene Katze, Sophies Wild, was ich schon zweimal angefangen habe zu lesen, wenn ich hinbekommen habe, und das Schlimmste von allen, der Herr der Ringe, was ja auch angefangen ist. Das Einzige, was noch nicht angefangen hat, ist die Goldene Katze, das zweite Band von Geheimen Faden, was ich auch irgendwann mal gelesen hatte. Aber auch erst nach ewigen Zeiten. Und ja, dann sind die Subleichen weg. Also die extremen Subleichen. Die wirklichen Subleichen. Ja. Und dann kommt nur noch ab 2007, wo alles eskaliert ist. Ich glaube aber, das ist 2007. Doch, da habe ich auch noch ein Buch, das jetzt eben schon hier ist. Okay, gib's ja zu. Gut, jetzt aber wirklich gute Nacht.